Hihi, ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Minecraft-Projekt. Das Projekt Fanleben, kein Leben, keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben und auch, was ihr so wünscht und was ich so umsetzen kann. Und ja, in diesem Projekt ist vor allem RPG im Vordergrund. Aber ich werde nur so richtig RPG machen, wenn andere Leute auch da sind, neben mir oder so. Weil sonst ist es einfach zu viel und sonst kommen wir nicht vorwärts und ja, sowas. Aber ja, wir bereiten einfach alles vor und so und schauen dann aus, dass wir dann später vielleicht mehr RPG machen können. Weil momentan ist meist nur mein Kollege Mega Cool Man bei mir, sonst niemand. Aber das ändert sich, sobald die Taverne fertig ist, hoffentlich. Und sobald die neuen Leute, die schon tüchtig in die Kommentare des Ankündigungsvideos, also des Vorstellungsvideos des Servers, sich anmelden oder anmelden wollten. Und die kommen, wenn sie ja den Einführungstest bestanden haben, rein und könnt, und ihr könnt dann auch hier irgendwo bauen oder so. Ja, ihr dürft in Nähe von mir bauen, aber bitte fragt mich zuerst, bevor ihr da irgendwie etwas noch ja so zu nah baut, weil ich will dann noch ein bisschen expandieren und damit ich einfach genug Rohstoffe habe für den Tavernenlander. Da gehen wir kurz hin. Also hier ist jetzt so eine Brücke, weil wir hier unten das weggemacht haben und hier zugemacht haben. Und ja, hier ist das zweite Stock, also das erste Stockwerk eigentlich soweit fertig. Also hier noch nicht ganz. So. Gut. Ja, hier kommt wahrscheinlich so ein Vergnügungsraum hin. Und hier einfach ein paar Betten, weil wir hier wahrscheinlich auch ein Gast, also ja, so ein Gasthaus sind, so eine Taverne. Und das Dach oben müsste ich auch noch irgendwie ein bisschen verändern oder so. Ich weiß nicht, es ist. Sieht für ein Flachdach einfach zu breit aus. Und für ein Spitzdach zu groß. Da muss ich dann noch irgendwas ausdenken. Oder das dürft ihr gerne mir auch ausdenken. Und da oben ist etwas, das will ich nicht haben. Das ist nämlich zum Stützen von den Treppenstufen, weil sie durch den Bankmod, also wo man sitzen kann, ja, ein bisschen backen und so, brauchte ich manchmal ein bisschen Hilfe, sonst hätte ich das auch ohne geschafft. Ja, so ist hier. Ich habe gestern hier ein Testobjekt reingetan und das ist schon tot. So unfair, wirklich unfair. Das ist unfair, oder es ist weggeglitscht oder vom Server irgendwie verschlungen oder so, keine Ahnung. Also eben, Lehm müssen wir nachher holen. Und ja, Rohstoffe, Essen, Lebensmittel. Hier ist die Bar, hier kommen dann die Getränke hin. Irgendwo in einer Kiste da. Und ich könnte die Kiste nehmen, ja. Die ist leer. Und ja, oben habe ich noch nicht gesagt, hier kommen die Stühle und so, also hier unten wahrscheinlich auch noch ein Stuhl. Oder hier könnte irgendwas, eine Bank sein oder so. Und oben kommen dann die Stühle, weil oben ist eigentlich das Gasthaus, unten ist nur die Bar. Ich habe einfach zu wenig Platz gehabt auf der Sandbank und habe da eben sehr viel expandieren müssen. Und das war nicht so gut. Also das war nie sehr rohstoffsreich. Ich musste sehr viel Rohstoffe farmen. Also Erde.
und dann noch viel, viel Sand, weil ich habe alles das Sand hier jetzt einfach so hochgeschickt, dass es wenigstens aussieht, als würde es eine Insel sein. Weil es ist so schwer, dass es sind fast 30 Quadratmeter Sand, wo ich hätte hinbauen sollen, oder Erde oder so. Und das ist ein bisschen schlecht. So, in der Küche, die ist da hinten, ja, werden noch viele Öfen und so kommen, das sind irgendwie so, weiß nicht, was das sind, da mega cool man hingetan. Hätte ich wahrscheinlich hier einen Keller hin tun. Na, werde es mal noch lassen. Und was wollte ich in der Küche sagen? Irgendwo was in der Küche sagen. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Kann man die locken? Ja. Weil das ist der Wirtseingang. Ach ja, ich habe einen anderen Skin jetzt. Es hat einfach passt. Ein Wirt. So, der ist auch ein bisschen mittelalterlicher als ein Samurai. Oder den Dunkelritter, den ich früher hatte. Ja, wir könnten Lehm holen, dafür brauche ich aber Platz. Ist das im Briefkasten? Ja, es ist etwas im Briefkasten. Dankeschön. Wirklich sehr. Wahrscheinlich wurde das aber auch eingesogen, weil es gibt so ein Teil, wo man einsaugen kann. Also, ja, gehört zu einem Plugin. Da könnte ich noch ein bisschen Holz draus machen oder Stöcke am besten. So. Stöcke, ganz viel. Das sind zu viel. Erde weg. Das weg. Das weg und das weg. Genau. Ja, hier haben wir nichts mehr. Bisschen Fleisch. So. Ja, das ist meine Spitzhacke, die ist sehr, sehr neu. Ich habe sie extra noch OP. Also habe OP editiert. Das Diamantschwert ist extrem schlecht. Hat nur ein Band drauf. Das habe ich aber auch nur einmal verzaubert. Und die Diamantschaufel ist eigentlich auch schon fast optimal, einfach Sägetouch noch drauf oder so. Und ja, die anderen Sachen müssen wir noch herstellen. Ja, Schaufel ist okay. Dann gehen wir Lehm farmen. Ja, was hat sich bei den anderen getan so? Nicht ganz so viel. Also bei Markenxas, so wie er heißt. Der hat unterirdisches Gewerbe, da habe ich leider keinen Zugriff, kann ich es euch nicht zeigen. Irgendwie so ein Unterwassertunnel. Das Rathaus wurde noch nicht angefangen, aber das wird wahrscheinlich bald angefangen werden. Und ach, noch was, gestern oder heute ganz früh am Morgen war so ein Event. Werden wahrscheinlich mehr solche Events kommen, wo man mit einer Karte, die am Spawn hier war, da muss man herausfinden, wo der Schatz ist. Und die Karte hat überhaupt gar nichts gesagt. Also, ich sage jetzt keinen Tipp oder so. Aber es ist etwas ist komisch an dieser Map. Und das war, ja, das habe ich dann herausgefunden. Nach, ja, 5 Minuten ist es ungefähr gegangen. Ja, und habe den Schatz abgreifen können. Es waren 6 oder 8 Diamanten, 64 Gold Nuggets und Emeralds und sowas. Und ein OP-Apfel, da bin ich stolz drauf. Dankeschön fürs Anzünden. Ja, hier sind. Nein, das ist Gravel. Das ist Lehm. OP. Ja, die Schaufel muss ich auch noch umnennen, aber erst wenn ich dann Sigtouch oder so drauf machen kann. Müsste wahrscheinlich eher Zauberbücher verzaubern, weil dort ist es Sägetouch ein bisschen häufiger. Weil auf der Schaufel hatte ich noch nie in meinem Minecraft-Spielleben hatte ich noch nie
So sehe ich das drauf. Auf einer Schaufel. Weil ich Zauberschaufel nie ein sonst. Aber da ich jetzt sehr viel Lehm brauche und sehr viel Sand brauchte für das Aufschippen, habe ich gedacht, ich mache eine Schaufel und tada, sie war gleich optimal. Das ist doch mal super, oder? Also. Ja, wenn die wenn mein Haus fertig ist, das mache ich jetzt nur zwei Stockwerke hoch. Wenn ich dann fertig bin, die Werft macht dann mega cool, wenn fertig. Dann baue ich das erste Schiff und baue dann so eine Kette aus Schiffen irgendwo hin. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch so ein Schiff als Basis benutzen oder so. Es ist dann einfach so ein bisschen das Problem mit dem Farmen. Also ihr könnt jederzeit hier in der Farmwelt irgendwas errichten oder so, aber das wird leider resettet, weil einfach in der Farmwelt resettet werden muss. Oder ihr könnt irgendwie extern irgendwo euch ein bisschen etwas aufbauen oder so, müsst dort hinlaufen oder so. Oder ihr kommt dann zu mir und farmt bei mir. Aber bitte alles wieder richtig nachpflanzen und so. Und ja, vielleicht haben wir dann so etwas wie eine gute Community, wo das dann auch sinnlos ist. Also, dass jetzt zum Beispiel einer sich halt um die Feldpflege kümmert und ein anderer um das Holz und dann man es einfach in einem Lagerhaus abholt oder so etwas. Das wäre so optimal eigentlich. Also, es würde zwar ein bisschen Minecraft zu leicht machen oder so, aber es ist ja eigentlich kein, ja, ich habe 1.100 Millionen Diamanten Projekt, sondern es ist ein Projekt, wo halt der RPG im Vordergrund steht und da man halt sehr viel Kontakt oder so etwas braucht für RPG, ist es doch optimal, wenn man sich gegenseitig unterstützen könnte. So. Lehm habe ich, sonst brauche ich nichts. Und wir sind hier wieder beim Schiff. Ja, solche Schiffe werde ich auch mal, vielleicht ein größeres, aber andere Form. Also, ich mache eher so Handelskocken, nicht so Schnellboote, wie das aussieht, ein bisschen. Also mit Stauraum. Und für die ganz großen Kaliber, da bräuchte man mehrere Leute. Oder sehr, sehr viel Geduld und kein Let's Play nebenbei, also nicht nebenbei, mittendrin. Ja, mir gefällt einfach das zweite Stockwerk, die Farbe des Holzes nicht so. Ich hätte sie gerne ein bisschen dunkler oder ein bisschen heller, aber nicht zu hell, nicht so wie das Fichtenholz. Ja, da muss ich noch gucken, also ich kann es immer wieder ändern, das ist klar. Also wenn es nicht gefällt, der kann ja mit mir diskutieren, was am besten wäre. Und dann könnten wir das machen. So. Weil mir gefällt es ja auch nicht so. Aber ich habe jetzt wirklich keine Dinge. Ich hätte gedacht am Anfang, ich mache noch ein bisschen Lehm hin. Also die Lehmblöcke in einer Farbe. Aber das würde dann nicht so aussehen wie halt eine Taverne, sondern eher wie eine Resistenz oder sonst irgendwas. Also too much, zu viel Zeugs. So. Hier ist übrigens meine Grasstraße, damit hier Gras wächst. Es ist Gras über die Sache gewachsen. Wow. Nein, Feld werde ich jetzt nicht. Wir haben genug für die Kühe. Zuckerrahm, ja, auch mehr als genug. Dann machen wir mal Backgucken. So. Ja, toll. Ich klicke daneben. Ich klicke ja daneben. So, genau. Ja, dieses Buch habe ich da in dieser Farmwelt gefunden. Also, gestern war der Reset, dann habe ich das Buch da gefunden in einem, was, ein Tempel oder was, ein Dorf?
Also ein Wüstentempel war es, glaube ich. Ja, es war ein Wüstentempel. Und im Dorf hatte ich so ganz viel Eisenrüstungszeugs gefunden. Also das unterschiedliche Zeugs. Ja, hier sind die verzauberten Sachen. Da habe ich Behutsamkeit, also Sick Touch. Und habe ich einfach reingenommen, weil die Spitzhacken, die Diamantspitzhacken, die bekommen auf Level 30, wenn es Behutsamkeit 1 steht, fast keine zweite Welt. Also ja, einfach ein bisschen ja, halt mit einem anderen Material verzaubern kurz auf Level 30 und dann es geht irgendwie nicht mehr. Wahrscheinlich haben sie das gefixt oder so, dass man einfach auf Level 7, ich glaube, das ist das Niedrigste bei diesen Bücherregalen, dass man die dann einfach kurz verzaubern konnte mit einem anderen Werkzeug und dann hat man wieder neue gehabt. Aber ich finde es ein bisschen doof, dass es nicht irgendwie automatisch wechselt oder so. Früher war das ein bisschen besser. So, wir haben noch ein bisschen Lehm, habe ich gesehen. Da mache ich noch falsch. So. Und Farbe, genau, Farbe. So. Farbe holen. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, wie viel ich färbe, aber ich will einfach mal ein paar noch auf Lager haben. Kann ich ja jemand anderen dann schenken. Farbe. So. Loot ist da. Gut. Rausnehmen. Lol. So. Dann haben wir das unten auch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier so hin tun soll. Was ich jetzt hier hin tun soll, ob oder ob ich. Es sieht mir ein bisschen schlecht aus, wenn hier auch noch ein Balken runterkommt. Dann werde ich hier so. Ja, genau. So ist gut. Da noch. Man braucht extrem viele von diesen Blöcken, wenn man so ein Haus baut. Das unterschätzt man richtig. Ja, es geht. Es ist nicht zu tief. Also die wieder rausnehmen, Farbe wieder rausnehmen. Blöcke sind weiter hier gebacken. Also Lehm ist wirklich ein. Also Ton meine ich, es ist wirklich ein Rohstoff, den man halt vorbereiten muss, weil er sehr, sehr schnell einfach weg ist. Man verbaut ihn sehr schnell. So, hier haben wir es. Dann hier drüben. Das ist aber nicht im richtig. Muss ich abbauen. So. Und hier. So, fehlt noch. Auch ist ein bisschen, also es ist so, dass in so Haus leicht etwas vergisst oder so. Wieso habe ich hier noch einen? Ich mache hier keinen Weg raus, weil es sieht besser aus so. Weil sonst hätte ich da einen Weg rausgebaut und irgendwie, keine Ahnung, hier noch etwas hingebaut. Aber dort möchte ich gerne noch etwas anderes hin tun. Und auch hier werde ich dann noch etwas anpflanzen. Also hier werde ich anpflanzen, hier.
Und da habe ich noch gar keine Fackeln. Ja, da muss ich so machen, sonst sieht es schrecklich aus. So. Oder ich könnte es so machen. Ja, gewöhnungsbedürftig. So, hier ist die Kasse. Kommen hier drauf. Haben Sie das Plugin rausgenommen oder was? Nein, jetzt geht's. Ja, hier seht ihr übrigens den Pfeil. Das war mega cool, man hat mir gesagt. Man sitzt eigentlich auf dem Pfeil und nicht auf den Treppen. So. Ja, der weiß sehr viel über Minecraft im technischen Sinn. Und ja, sagt mir manchmal ein paar Sachen. Oder ich schaue manchmal auch Videos, wo solche Sachen im Thema sind. Gut, jetzt haben wir schon wieder etwas. Eigentlich fertig. Jetzt kommt das Glas dran. Haben wir Glas? Da haben wir Glas. Das nehmen wir mal schon mal zuerst. So. Und dann kommt das Glas dran. Hier. Machen wir das so, damit ich nichts vergesse. Und nicht deplatzieren, Drago, bitte. Ja, dort gibt es kein Fenster, Drago. Also hier nur. Hier. Was ich nicht schön am Sparks PUBG Craft Texture Pack finde, ist, das Glas, wenn man es färbt, sieht richtig scheiße aus. Also richtig matt oder so, also nicht nach Glas. Ich hätte so gerne irgendwie eine Kirche oder so mit richtig schönem Glas, aber leider nicht. Also wenn ich dann mal ein eigenes Texture Pack mache oder verwalte oder so, also wenn es jemand anders für mich macht, wäre es nice. Dann möchte ich gerne richtig schönes, farbiges Glas. Und richtig farbig und durchsichtig, nicht matt. Weil ich möchte so gerne ein Mittelalter Texture Pack oder antike, also ja, dazwischen so die dunkle Zeit, das dunkle Zeitalter, wo so alles barbarisch alles war und so. Solches Texture Pack hätte ich gerne. Weil wenn man so bei Rome Total War schaut, Barbarian Invasion, das war alles so ein bisschen ja, dunkler als das Hauptspiel. Und das gefiel mir so. Jetzt kam ja Attila raus. Total War, Rome 2, Attila, glaube ich. Also ohne Rome 2 eigentlich, aber es basiert auf Rome 2. Und ja, da sieht man es wieder, dass das Creative Is Assembly richtig gut einfach die Zeitalter umsetzen kann. Die tue ich jetzt mal hier hin. So, kein Bock, die jetzt zu lagern. Hier, ja, sortieren werde ich dann einfach auf Videos in den Zwischenpausen machen. Und ja, es regnet immer irgendwie, keine Ahnung, aber immer wenn es Nacht ist, regnet es, aber am Tag nie. Es regnet nie am Tag. Habe ich alles, ja. So, jetzt gehen wir noch, ja, soll ich das im nächsten Part machen? Ja, ich mache noch ein bisschen länger der erste Part. Das ist ja so gänglich, dass man den ersten Part immer ein bisschen länger macht. Wir gehen jetzt einfach ein bisschen erkunden. Wir könnten zum Blumenbiom gehen und ein bisschen Blumen pflücken, weil die Blumen einfach für die Farm wichtig sind.
Und dann könnte ich auch noch ein kleines Lädelchen aufmachen oder jemand anders. Dann kann ich ihm die Sachen geben. Weil Farbe und Lehm, das ist sehr das Wichtige, wo halt nicht jeder hat sofort und auch nicht irgendwie farmen will. Ja. Der ist vom Neffe, also von der anderen Welt, vom Neffe, durchgespaziert hier in die Farmwelt. Okay. So, jetzt fragt sich nur, wo das Ding-Biom war. Das, oh, ein Wolf. Wieso spawnen die Wölfe nach oder so? Habe ich dann nur nicht entdeckt. Ja, es gab ein ganz großes Blumenbiom und da gab es jetzt die seltenen Blumen. Ja, was soll man sagen zu dem Lava-Seder? Der ist richtig schlecht platziert. Soll ich Obsidian rausmachen? Es braucht doch niemand Lava. Ich bin halt ein Schisser. Nein, also Lava ist die meiste Todesursache bei mir, aber trotzdem habe ich natürlich so wenig Lava-Tote, dass es eigentlich gar nicht Angst hätte haben müsste. Aber weil ich halt eine so ein bisschen sehr auf mein Leben achte. Und ja, bin ich halt sehr, sehr, sehr übervorsichtig. Ja, jetzt hier ist die Wüste, hier ist der Tempel, da wo ich war, wo ich das Buch gefunden habe. Ah, oh Mann, keine Knochen. Ich will einen Wolf. Ah ja, bevor sich dann jemand fragt, ob er die Wölfe töten könnte oder so. Also, ohne zu fragen. Ich werde die Wölfe nicht öffentlich hin tun. Ich werde sie in einen Bodenlucke irgendwo hin tun oder so. Und werde sie wahrscheinlich ein bisschen gassi gehen oder so. Ja, im RPG. Weil, ja, irgendwie gibt es einen auf dem Server, der muss natürlich alles töten. Wie der Schneemann oder... Meine Pferde sind gestorben. Blue Games Pferde sind gestorben. Und niemand wollte sein Ding. Also niemand hat irgendwas im Inventar gehabt. Oder ja, wo man es identifizieren konnte. Ich möchte wahrscheinlich ein Cheat-Plugin, also Cheat, nicht Cheat, Griff, wo man schauen kann, wer gegrieft hat oder wer getötet hat und so Sachen. Hallöchen, wo bist du? Unterirdisch. Ja, und dann ja, es gibt einfach einen, der meint, ja, er könnte machen, was er will, auf dem Server die Regeln missachten. So, die Margariten, die heißen anders, doch, die heißen so. Die anderen heißen anders. Das ist sehr spannend irgendwie. Alle wollen es wahrscheinlich nicht zugeben, aber Blumensammeln ist etwas, das bietet etwas, was Minecraft sonst nicht bietet, nämlich einfach so irgendwo hingehen, etwas abbauen und ja. Halt einfach so voll auf der Wiese so im Dschungel ist das klar. Im Dschungel kannst du einfach Sachen abbauen oder so, aber im Ernst, man hat dann zwei Sachen und dann braucht man es nicht mehr. Und so Blumen kann man dann immer wieder pflücken, weil Farbe ist eigentlich schon gut so herzustellen, als irgendwie mit Lapislazuli oder mit weiß auch was für wertvoller Rohstoff. So. Sonst mag ich eigentlich Blumen in Real Life oder so nicht. Also ja, sie sind schön so anzusehen, aber ich ignoriere es eher,
Also irgendwie bewundern. Ja, ich könnte. Ist das. Ah, das ist das Blumenbiom, glaube ich, oder? Dann weiß ich, wo ich bin. Ja, die Tulpen gibt es, glaube ich, nur im Blumenbiom. Nämlich müssen wir doch, wenn man eigentlich weiße Farbe nie braucht. Danke für den Leck. Loch ist irgendwie auch lustig. Ja, es geht durch den Berg durch. Oh. Diese Tulpenfarbe habe ich schon lange nicht mehr eingesammelt, eigentlich so. Nach nicht so gesehen. Also. Von diesen Steinen habe ich genug zu Hause. Könnte man sonst auch noch ein bisschen holen. Und für irgendwie Tempel oder so zu erkunden, ist wahrscheinlich zu viel erkundet worden. Also es lohnt sich irgendwie ein bisschen nicht so. Da müsste man wirklich einen Part nur suchen. Und weil ich so ein bisschen ein Koordinatenheini bin und die Koordinaten immer falsch schaue, oder also nicht falsch schaue, sondern einfach plötzlich dann im Minus bin oder sonst irgendwas. Ja, möchte ich ja nicht allzu weit weg, dass das wirklich fatal ist, wenn man ein bisschen falsch läuft. Also ist leider sehr zu oft so. Also jetzt gehen wir wieder nach Hause, oder ich könnte hier dann der Part, weil sonst wird der Part zu lang. Ich könnte es zwar locker hochladen, aber es schaut ja niemand so richtig lange Parts. Außer lässt das Video laufen und macht das anders. Das will ich ja auch irgendwie nicht so. Weil, ja, in YouTube ist es halt so, dass, bei YouTube ist es so, dass, wenn du keine Fanbasis hast, schauen die Leute eigentlich sehr wenig deine Videos ganz. Und das ist sehr, sehr schade. Also, ja, es ist halt sehr, YouTube ist halt, ja, ich gehe auf YouTube und mache, was ich will. Es ist nicht so, ja, ich gehe auf YouTube, oh, da ist ein guter Let's Player, auch wenn er wenig Abonnenten hat oder so. Ich werde ihn ein bisschen unterstützen. Das kommt erst, wenn man richtig viel Freude an einem Let's Player hat oder so. Und wenn man auch nicht so eine schweizerdeutsche Stimme wie ich habe, das ein bisschen Dialekt habe. Und da muss man auch sehr gutes Equip haben, alles Mögliche, das ist ein bisschen blöd. Oder in einem großen Projekt mitzumachen. Also wenn wir jetzt hier viele YouTuber, viele Let's Player sind und regelmäßig Videos machen und so weiter, da können wir auch gemeinsam stärker werden und auch leicht. Also ich habe jetzt 3-4 Jahre richtig schwer gehabt und ihr könntet das in kürzester Zeit schaffen. Das ist bei YouTuber so, gerecht ist da nichts, aber das ist leider so. So, jetzt fragt sich nur, wo ist jetzt wieder der Spawn? Ich will jetzt nicht die Koordinaten nutzen. Aber ich denke, der Spawn ist irgendwo hier drüben. So, kurz die Skelette hier töten. Und wenn ich dann Level 30 habe, jetzt habe ich wenigstens mal eine Chestplate. Für ein bisschen mehr Defensive. Weil ich will unbedingt verzaubert haben. Und Downbreaking und so. Damit sich das lohnt. Eine Diamant-Rüstung zu machen. Auch wenn es nur ein Breaking Ice ist, eins ist oder so. Okay, ich weiß, wo wir sind. Sehr gut. Ach, übrigens, wenn wir gleich hier sind, kann ich noch etwas zeigen. Es ist ja eigentlich nicht mehr von Revelanz. Genau hier dort, wo
da frei war, da war das Kreuz, es war ein Kreuz. Und von der Schatzsuche heute Morgen. So, jetzt. Also, da wir jetzt gleich beim Spawn sind, kann ich jetzt hier kurz beenden. Und werde dann vielleicht bald noch ein Part machen, wenn ich irgendwas zu tun habe. Machen will. Also, sonst wird es auch ein bisschen zu langweilig für euch. Ich will euch etwas bieten, zeigen, bieten. Hier ist ein fliegender Kackstift mit ein bisschen Stein. Ja, hier ist der Spawn. Okay. Also, dann sage ich mal Dankeschön fürs Schauen. Und wir sehen uns hoffentlich auch mal im nächsten Part, im übernächsten Part oder so wieder. Und wenn es euch gefällt, schaut es ruhig oder seid ruhig dabei. Und ich würde mich freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.